Minsk ist ein Waldläufer. Deswegen kann er halt mit Bo als seinem Vertrauten reden. Naja, normale Waldläufer suchen sich einen Wolf, eine Raubkatze oder einen Adler oder so als Vertrauten aus. Minsk nimmt den süßen kleinen Bo. Was aber auch nicht so schlimm ist. So, Imoen kann die Sachen hier angucken. Ein Dolch zum Beispiel. Und ja, Imoen hat auch eine Besonderheit. Sie ist nämlich mehrklassig im zweiten Teil. Sie ist ein Dieb der Stufe 7 und ein Magier der Stufe 8. Also im ersten Teil haben wir sie damals vollkommen auf Dieb geskillt. Wir hätten sie theoretisch zwischendurch auch zum Magier dann machen können. Aber ich bin dabei geblieben, sie als Dieb zu lassen. Deswegen hat sie jetzt halt auch Magierzauber. Der ersten 4 Stufen jedenfalls. Sie kann auch 5. Stufe noch, hat sie Zauber drin. Aber kann sie noch nicht benutzen. Das werde ich vor dem ersten Rasten ein bisschen umarrangieren, weil sie hat Zauber wie zum Beispiel Farbkugeln, die wir nicht wirklich brauchen. Ich sollte das eigentlich jetzt gleich umarrangieren. Panzer können wir auch entfernen und einfach 2 weitere magische Geschosse reinpacken. Stärke ist nicht schlecht. Netz entferne ich mal und stinkende Wolke auch und pack 2-mal Säurepfeile rein. Blitzstrahl ist tödlich. Ja, auch im ersten Teil. Deswegen packen wir lieber einen Feuerball rein. Und ja, hier kann sie eh nur Schutzzauber und das lässt sie auch mal so. Dann fehlen bei uns die Zauber. Hey, cool, die scheinen übernommen worden zu sein aus dem ersten Teil. Wobei starres Denken, ich hätte da lieber mittelschwere Wunden heilen drin. Aber so weit wurden sie übernommen. Und man sieht auch, es sind viel mehr Zauber als im ersten Teil. Schutz vor dem Bösen bräuchten wir zum Beispiel gar nicht. Ich würde da eher ein zweites Segen einpacken. Oder Heiligtum. Rüstung des Glaubens. Rüstung des Glaubens schützt vor Angriffen mit magischen Waffen. Also mit Waffen, also auch vor magischen Schaden. Die Rüstung besteht aus reiner magischer Energie und absorbiert einen Teil des Schadens, der normalerweise der Priester leiden würde. Bei Stufe 1 absorbiert die Rüstung 5%. Ab Stufe 5 steigt diese Schutzwirkung um weitere 5%. So würde der Priester 25%. Ja, also nicht so toll. Schutz vor dem Bösen brauchen wir so nicht unbedingt. Also nehme ich lieber noch mal einen Segen rein. Gesang. Stärkung. Das Ziel des Zaubers erhält 1W8 Trefferwürfe und alle Boni eines Segens plus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe. Ist das hier nicht der Segen? Ja. Was macht Gesang? Stärkt die Gruppe und schwächt die Feinde. Plus 1 auf Schaden, Angriffs- und Rettungswürfe und minus 1 auf die entsprechenden feindlichen Würfe. Also ja, das ist dann der bessere Segen. Ist das hier furchtbar? Ja, furchtbar sollte ich einmal reinnehmen, lieber statt Segen. Dann kann das hier eigentlich fast so bleiben, nur dass ich keine Flammenklinge brauche. Göttliche Macht brauche ich eigentlich auch nicht. Weil das kann ich standardmäßig selber. Nehme ich lieber nochmal den Geisterhammer mit rein. Und 2-mal Stärkung. Magie bannen ist nicht schlecht. Was habe ich dir noch? Fluch brechen, Lähmung aufheben, Tote beleben. Das ist ein Zauber, mit dem ich Untote rufen könnte, aber ich nehme lieber mittelschwere Heilung hier erstmal. Koordinierte Verteidigung, das ist das hier. Schutz vor Lebenskraftentzug. Ja, das
Ist gut, wenn man gegen Vampire kämpft, was später kommen wird. Aber ich lasse das jetzt erstmal so, weil sonst spielen wir ja nicht mehr weiter, so sind nur im Zauberscreen. So. Wir haben jetzt noch den Tisch zum Plündern. Da ist schon mal ein Schlüssel. Waffen und alles. Und hier sind Rüstungen. So, mit unserer Stärke haben wir ziemlich hohe LBS. So, Kriegshammer. Helm. Ja, das ist ein Streitkolben. Streitkolben sind 1W6. Das da ist 1W4 plus 1. Zweihändiges Schwert. Lederrüstung, beschlagener Lederwams. Katana. Ja. So, die guten Rüstungen. Ein Schienenpanzer ist Rüstungsklasse 4. Das ist Rüstungsklasse 5. Das heißt, ich nehme den mal und gebe Minsk den. Nö, ich drehe es gerade um. So. Obwohl, ich sollte es doch so rum machen. Also Minsk erstmal den Zweihänder, weil Minsk ist auf zweihändig, soweit ich weiß. Oder haben sie ihn anders getrimmt? Waffen. Zweihänder, Streitkolben, Langbogen, Kampfstil mit zwei Waffen. Also ich könnte ihm auch zwei Streitkolben geben. Da könnte er auch ordentlich rumhauen, weil Kampf mit zwei Waffen haben sie ihm komischerweise nicht gegeben. So. Das heißt, Imoen kriegt die Rüstung. Magiezauber wurden deaktiviert. Das ist wiederum blöd. Ja. Imoen kann halt mit einer Rüstung nicht zaubern. Ein Schild für mich. So. Ja, das heißt, das wird dann an Yahira gehen. Und überschüssige Waffen gehen wir zu Minsk. Wobei der Bogen ist leicht, der geht zu Imoen. Das kann hier bleiben, das ist nämlich nichts wert. So. Ich warte. Was möchtet ihr? Dann befreien wir jetzt mal Yahira. Ja, erzählt mir mehr davon. So. Die Dienerin der Natur ist bereit. Puh, das ist aber eine Erleichterung und es war auch höchste Zeit. Wir sollten sofort aufbrechen. Einerseits könnte unser Gastgeber zurückkommen. Und andererseits muss ich unbedingt so rasch wie möglich die Sonne wiedersehen. An diesem feuchten Ort werden meine Knochen ganz steif. Wir brechen sofort auf und fallen, wenn wir aus dem Loch gekommen sind. Ihr seid herzlich willkommen, solange ihr nicht vergesst, dass ich der Anführer bin. Wir gehen so vor, wie ich es für richtig halte. Ihr solltet den Weg nach draußen alleine suchen. Wir haben eine größere Chance zu viel, wenn wir uns aufteilen. Wir gehen überhaupt nirgends hin. Ich habe euch zwar gerettet, aber ich brauche und wünsche eure Gesellschaft nicht. Ja, wir feiern später. Wie ihr wünscht, aber es gibt hier noch andere Freunde, die wir befreien müssen. Es ist gut, wieder gemeinsam mit euch zu reisen. 3000 Erfahrung. Und Tagebuch sollte sich jetzt geändert haben. Ja. Ich konnte Yahira mit dem gefundenen Schlüssel aus ihrer Zelle befreien. Habe ich den Schlüssel jetzt noch? Nein, der hat sich aufgelöst. Gut. Yahira kriegt den besseren Lederwams. Das Schild. Und dann gucken wir mal, ob sie Katana tragen kann. Frag keine große heraus. So, du bitte wieder die Waffe wechseln. Statt Wörter. Weiß nämlich nicht. Nein, Yahira kann keine Katanas tragen. Das kann sie auch nicht tragen. Was kann Yahira denn benutzen? Krummsäbel, Keule, Kampfstäbe, Schleuder. Also nö.
Ja, Hira kriegt den Speer halt. Bis wir ihr einen Krummsäbel besorgt haben. Weil ja, Hira möchte ich gerne lieber auch auf Einhand und Schild trimmen. In diesem Teil. Im ersten Teil habe ich ihr ja damals einen Speer gegeben. Ich warte. Nun gut. So, unsere Gruppe ist damit soweit fertig. Was wir halt nicht haben, ist ein Bogen für Ibold gerade. Machen wir mal ein Quicksave. Aber das kommt ja demnächst. So, jetzt schalten wir erstmal den Nebelmephit hier oben aus. Mephiten sind so kleine, nervige, geflügelte Elementarwesen. Oder halt Rauchmephit heißt er. Und ja, was wir noch haben, ist hier eine Verletztanzeige. Und wir sind gerade blind, weil uns der Rauchmephit getroffen hat. So. Die Kanaltür ist verschlossen. Das ist leider schade. Wir haben übrigens... Nein, wir haben nur 3,5 Angriffe pro Runde. Schade. Ich dachte, weil wir Streitkolben auf... Also Kriegshammer auf Maximum gesetzt haben, dass wir... Da jetzt auch auf Max, dass wir auch 2 Angriffe haben. Aber scheinbar kriegen das nur reine Kämpfer. Die Körper mehrerer Diebe mit schwarzen Kapuzen liegen in dem Gang. Sie wurden durch einen massiven Ausbruch magischer Energie regelrecht abgeschlachtet. Aus der Entfernung dringt das Geräusch von Explosionen. Offenbar tobt der Kampf, bei dem diese Männer am Sim gekommen sind, noch immer. Ja, es sind halt viele Kuttis eingedrungen. Ist was los? So, hier müssen wir jetzt etwas vorsichtiger sein. Kein Problem. Die Maschine summt vor elektrischer Energie, ja. Die Maschine in der Mitte des Raums wird gefährlich. Vielleicht gibt es irgendeinen Kontrollmechanismus, um sie zu deaktivieren. Ja, was immer ihr wünscht. Zeit aufzubauen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Und ja, ich kriege Imuel gerade nicht im Schatten versteckt. Wie hoch ist die hier im Schatten versteckt? Wo sind Diebesfähigkeiten? Ah, hier. Verstecken nur 25. Schlösser öffnen und Fallen finden ist halt ziemlich hoch. Wenn ihr es wollt. Okay, das Ding hat jetzt eh einen Blitzmephiten gespawnt. Also werden wir den töten. Also hier die Gefallenen. Werden wir immerhin darüber schicken, um die Maschine zu deaktivieren. Ja, dies ist irgendeine Art von Schalter. Vielleicht hört diese vom Blitzzug der Maschine damit auf. Noch mehr von diesen lästigen kleinen Mephits zu beschwören, wenn man ihn umlegt. Ja. Die vom Blitzen umzuckte Maschine stellt ihre Tätigkeit ein, sobald ihr den Schalter umgelegt habt. Ihr werdet mich nicht hier festhalten. So. Diese Maschine hätte nämlich sonst immer weiter Blitzmephite beschwört. Was allerdings nicht so schön ist. Das Spiel legt automatisch einen Spielstand an, wenn die Gruppe ein Gebiet verlässt. Wenn ihr sterbt, überprüft den automatischen Spielstand. Ja. Der Raum ist durch seine zahlreichen Kristall- und Mineralablagerungen auffällig. Das seltsame Gefängnis wurde offenbar rund um eine natürliche Höhle errichtet. Die Luft tribiert förmlich vor Energie. Der äußere Bereich der Höhle wird durch mehrere Becken geschmückt, in denen Lichter tanzen. Und ja, wir können hier diese Becken sehen.
Ihr blickt in das Becken und ein Nichts öffnet sich, aus dem eisige Tentakeln emporwinden, um an eurem Bewusstsein zu reißen oder Unterwerfung zu fordern. Vor Schrecken wendet ihr den Blick ab, die Tentakeln sehen sich zurück, jetzt ist das Becken wieder still und ruhig. Gut.